Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Spätestens jetzt, wenn in vielen Gärten Farmen und Formen verschwinden und nur noch reduziert durch Dahlien und so weiter vorhanden sind, betritt die Gartenchrysantheme die Gartenbühne. Nun, diese Gartenchrysanthemen überzeugen mit einer opulenten Blütenpracht. Blüte an Blüte reiht sich und sie ist einfach anspruchslos. Nur Folgendes sollten Sie unbedingt beachten. Erstens, die Chrysantheme toleriert keine stauende Nässe. Verwenden Sie daher ein Erdgemisch, das aus Humus, etwas Sand und Anzuchterde besteht. Wenn Sie die Pflanze im Topf ansiedeln, im Hauseingangsbereich, auf Balkon oder Terrasse, dann achten Sie darauf, dass Löcher gewährleisten, dass das Wasser abfließen kann. Und stellen bitte den Topf niemals direkt auf den Boden, damit ein Abstand zwischen Boden und Topf besteht. Und noch etwas. Diese Gartenchrysanthemen gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Alle haben etwas gemeinsam. Sie überzeugen durch eine wunderschöne Blüte. Übrigens, was Sie vielleicht nicht wissen, die Chrysantheme ist das Wappen der Kaiser in Japan, also im kaiserlichen Wappen. Und ich finde, diese Pflanze hat ganz berechtigt dort ihren Einzug gehalten, weil sie überzeugt tatsächlich. Sie ist pflegeleicht und sie ist eine ideale Pflanze jetzt im Herbst für Balkon, Terrasse, für Rabatten, aber auch eine ideale Grabbepflanzung.